haben wir eine. Heute haben wir eine kurze Lautstrecke. Da haben wir für Redebeiträge dann mehr Zeit. Wer was sagen möchte? Wer außer dem Band möchte irgendwie einen Redebeitrag leisten? Wer möchte was sagen? Ich möchte aber nicht oben stehen, ich möchte auch nicht stehen. Ich habe letztens schon was gesagt und das fällt mir schon ein bisschen schwer, aber ich versuche es heute wieder. Es fällt mir schwer, aber ich muss über Migration und Migranten reden. Ich habe vor, ins Ausland zu fliegen und dort Urlaub zu machen. Dazu ist mir einiges in Erinnerung gekommen. Wie nett sind die Ausländer in ihrem eigenen Land? Wie schön finde ich die fremde Kultur. Aber dass man sich da Gedanken drüber machen muss, was man sagt oder nicht, ist schon schlimm genug. Was ich jedoch niemals in einem anderen Land machen würde, die dort herrschende Kultur missbrauchen, zum Beispiel textillos am Strand in islamischen Ländern, oder den dortigen Glauben missbrauchen. Aber ich bin Deutscher, in einem Jahrgang geboren, wo man noch Werte vermittelt bekam, zum Beispiel Ordnung, Fleiß, Respekt und so weiter. Ich vermisse Anstand und Respekt. Wenn ich ins Ausland reise, dann gebe ich mein Geld dort aus, welches ich bei uns verdient habe. Bei uns bekommen einige Migranten Geld, welches sie nicht bei uns verdient haben. Nein, das haben wir verdient. Zelensky hat jetzt den Bock abgeschossen. Der Schwarzmann im Camouflage-Look, deren Teil seines Volkes in Deutschland das Bürgergeld verlebt, hat gesagt, wenn Deutschland keine Waffen und Munition mehr liefert, dann werden die Ukrainer in Deutschland nicht mehr so freundlich sein. Gilt's noch? Wollen wir uns das weiter gefallen lassen? Leute, wach auf! Das ist eine Drohung! Brauchen wir das? Und an wem liegt das alles? Der Idee? An unserer Politik oder eher an unserer unfähigen Ampel und an unserer Vorgeschichte, sprich Krieg und Judenvernichtung, woran aber keiner von uns hier beteiligt war. Ich habe nichts gegen Ausländer, egal woher sie kommen. Ich bin menschenfreund und human geprägt. Aber unsere Politiker finde ich moralisch gegenüber dem eigenen Volk. Das kann und darf so nicht weitergehen, Leute. Viel zu viele fremde Menschen bei uns, die sich nicht an unsere Regeln halten, die unser Geld bekommen und uns, das deutsche Volk, in den Ruin treiben. Und wer ist schuld? Die Politik, und zwar die, die zurzeit regiert. Ich habe Existenzangst und fühle mich im eigenen Land nicht mehr sicher. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Reicht mein Auskommen bis an mein Ende? Wie werde ich versorgt? Oder passiert mir das auch, dass ich aus meinem eigenen Heim raus muss, damit Fremde dort einziehen? Bitte denkt nach, was ihr am 8.10. wählt. Wir sind Deutschland. Die, die ich meine, können bestimmt nicht alles, was seit 2015 niedergerissen wurde, in kürzester Zeit wieder aufbauen. Das braucht Zeit.
Jahres gilt neue Hoffnung auf ein gutes Leben in unserem Land. Danke.